Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Special von Minecraft. Und zwar werde ich euch heute mal meine kleine schöne Welt zeigen, in der ich hauptsächlich spiele. Das wäre hier einmal so eine Brücke. Dann hätten wir hier noch, ups, wo ist er? Da hätten wir noch einen Hafen. Ich weiß, der ist wundervoll. Dann haben wir hier eine Aussichtsplattform, die finde ich schon wiederum schöner. Da kann man hier runter gucken und da runter gucken, ohne dass man runterfällt. Eine eingezäunte Weide. Da hinten haben wir noch einen Tempel, den habe ich schon erkundet. Und eine Eisenbahn verläuft hier auch schon durch die Welt. Hier, also den Leuchtturm, den seht ihr jetzt schon, den werde ich aber in einem neuen bzw. nächsten Special zeigen, weil der eigentlich recht aufwendig war zu bauen. Hier seht ihr einen Kiesweg, daraus werdet ihr euch später noch, also das wäre gut, wenn ihr euch den merkt. Hier sind ein paar Häuser, hier das soll das Rathaus darstellen. Hier ist der Kunst des Baumes, da so ein Gestrüppsbaum, Baumteil, Gestrüppsbaum. Und das ist das Rathaus, wie gesagt. Das hat auch natürlich einen Eingang, damit die Bürger da auch rein können. Das ist jetzt nicht so groß und die Wege sind hier auch nicht so schön. Aber es ist ein Rathaus. Ja, mir ist im letzten Special aufgefallen, dass ein Rauschen im Hintergrund ist. Ich habe versucht, das jetzt zu verbessern. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Ja, hier haben wir dann eine Festung. Eine Festung mit Anlage zum Schießen. Die kann auch schießen. Hier steht dann der Soldat und schießt. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Da seht ihr schon, wie prachtvoll dieses Ding ist. Dann stehen hier unten die Bürger. Von da oben kann der König sprechen. Hier ist ein Aufzug für den Survival Mode. Das heißt, man kann einfach auf, bei der PlayStation zum Beispiel auf X drücken und dann sieht man da, also geht man hoch. Hier stehen ein paar Soldaten, die, falls jemand den König angreifen möchte mit einem Bogen. Hier sieht man auch schön, wie hoch dieses Dach gebaut wurde. Da, also das ist schon bastialisch, was ich da getan habe. Diese Mauer ist auch nicht gerade klein. Hier ist dann unser schöner Palast sozusagen. Da kommt noch ein Stuhl hin. Da muss man aufpassen, da könnte es warm werden, wenn man dazwischen geht. Ja, da sieht man so einen Türstopperteil-Ding, Bums-Dings da. Und hier sieht man auch einen überdachten Wald. Da kommen wir aber noch später zu. Hier ist dann noch ein kleines Nebengebäude. Da bin ich allerdings noch nicht so zufrieden mit. Da geht man hier so neben und dann geht man hier Treppen hoch. Und dann geht man da so irgendwo daneben. Und dann geht man hier so eine Treppe hoch. Und dann geht man in das obere Geschoss ist hier. Das wird nämlich der Bunker sein, wo der König sich verstecken kann, wenn er ein paar Feinde hat. Da habe ich natürlich auch schon dran gedacht. Dann werde ich euch jetzt mal zeigen, was es da hinten mit dem Bogen auf sich hat. Ja, den finde ich eigentlich sehr schön. Hier geht die Lava rein, da fließt die lang und da weiter. Oh, jetzt brenne ich natürlich weiter hier runter. Ist auch im Kreativmodus, wie ihr vielleicht schon gemerkt hattet. Und wenn ihr mal da reinschauen wollt, ich muss kurz gucken, ob das der gleiche ist. Das ist nicht der gleiche, das ist der gleiche. Das heißt, wenn ihr da reinschauen wollt, dann seht ihr, hier geht die Lava rein. Und das wird wahrscheinlich später eine Falle sein von mir. Das weiß ich allerdings noch nicht, was ich aus diesem Kunstwerk, sagen wir mal, mache. Ja, hier ist dieser Weg, wo die Leute aufpassen, ob da jetzt jemand kommt und uns töten bzw. angreifen will. Da seht ihr auch, ich habe mir viel Mühe gegeben beim Baumfällen. Das war gar nicht so leicht, muss ich sagen. Und da vorne ist dann die Bogenschussanlage. Da oben gehen wir auch gleich nochmal hin. Das ist nämlich nicht so allzu schön geworden. Ja, wie gesagt, die schießen. Da oben kommt nun eine Prinzessin mit ihrem Tuch hin. Das ist einfach so ein Turm, wo sich jemand reinsetzen kann. Achso, nee, da habe ich nämlich noch die Leiter vergessen. Genau, irgendwas war ja. Da kann man aber später auch von innen reingehen. Und hier ist dann unser schönes Dach. Da ist auch noch eine Falle. Entweder eine Falle für Spinnen oder etwas Qualm für die
Schönheit. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Special gefallen. Wie gesagt, zum Bahnhof werden wir in einer nächsten Folge, zum Leuchtturm werden wir in einer nächsten Folge nochmal kommen. Und dies war euer Jan. Ich hoffe, ihr schreibt Kommentare, gebt mir Daumen, gebt mir Feedback. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch noch abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge nochmal rein und ciao, bis zum nächsten Mal.